1. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Schnetzelaris. Okay, der Name ist cool. Die Endgame-Krise kriegt hier auf der linken Seite richtig auf den Poppes. Ja, und rechts redet sie den alten Reich in also den Arsch. Also oben und rechts kann uns erstmal egal sein. Wir konzentrieren uns hier auf links. Aber, ja, also, was machen wir jetzt? Springen wir jetzt nach rechts weiter, um das eine da noch Platz zu machen, oder springen wir hoch und dann zu der Wollmaus darüber? Ich würde ungern nach Liestara springen, weil da ist die 114.000er. Und die bewegt sich gerade überhaupt nicht. Und ich würde ungern versuchen, irgendwie die zu triggern dann. Ich würde gerne einfach nur nach oben gehen erstmal. Dann springen wir erstmal wieder zurück, würde ich sagen. Ja, ja. Weil in Belgium könnte die Hauptflotte nämlich sein von denen. Eventuell, wenn sie nicht schon weggesprungen ist. Also wieder Kommando zurück. Go, go, go. So, du da oben, baust du? Ja, das Habitat. Da muss auf jeden Fall ein Habitat dran. Am besten, ich baue jetzt überall an den Grenzen alles voller Habitate, damit die da irgendwie 3 Stunden brauchen, um da überhaupt durchzukommen. Die kommen ja überhaupt nicht durch. Ich finde es aber schade, dass sie irgendwie wirklich nicht durchkommen. Ich fände es gut, wenn du schon wieder schneller bist. Ich tut mir leid. Ich kann da nichts gegen machen. Was habe ich denn hier? Ich habe Schwarmangreifer bekommen. Swarmpools. Ich habe wieder was von denen bekommen. Anscheinend. Okay, cool. Ich kann noch einen Aufstiegsvorteil machen. Juhu. Okay, was mache ich jetzt? Research complete. Schaden an Gefallenen reichen. Ah, nein, noch nicht. Noch. Dauererlasse, das ist nicht schlecht eigentlich. Schwarm. Okay, ich stehe übrigens an der Grenze. Gibst du mir jetzt extra einen Vorsprung oder was ist das da? Nee, ich guck gerade bei Tradition nach. Achso, okay. Ja. Okay, du bist schon reingesprungen, dann setz dich auf. Nein, ich bin noch nicht reingesprungen. Ich hab Kurs gesetzt, nach Volleos. Schauen wir mal, was uns hier so erwartet. Ich würde sagen, das Standortgedöns. Naja, wir haben noch nicht gegen eine Flotte bisher gekämpft. Nein, haben wir auch nicht. Doch, haben wir. Wir haben gegen eine Flotte gekämpft. Oh, hier ist gar kein... Ja, komm. Mach das mal eben weg. So, na dann. Ach, die Piraten mal wieder. Kann ich hier nicht in der Nähe irgendwo was bauen? Das ist echt ganz schön groß. Das System ist... Meine Edelflotte ist richtig langsam. Ich weiß nicht. Meine Edelflotte ist extrem schnell. Angriff! Ich muss hier oben gerade eine kleine Flotte wegen den Piraten bauen. Jojo. Ich bin echt gespannt, was uns in dem einen System oben erwartet mit Wurmloch. Bin ich echt gespannt. Wahrscheinlich eine 200.000er, oder? Ich hoffe es nicht. Wenn wir Glück haben, sind die nicht im System, sondern weil die da weggesprungen sind, wenn wir Glück haben. Okay. Tja, und nun? Und nun würde ich sagen, nach oben, nach Alamak und dann von Alamak nach Xamaton und dann nach Belgium hoch. Ich steuere erstmal Alamak an. Ja, ich auch. Weil das ist bei mir noch Ausrufezeichen, Rode, nicht, dass da... Wir werden es sehen. Dort könnte wirklich was drin sein. Und zwar diese Vorhut, diese 50.000er Flotte, erinnerst du dich noch an die? Die könnten da immer noch stehen, theoretisch. Ich weiß nicht, ob die sich vereinen dann und zu einer anderen Flotte werden. Oder ob die bleiben. Da du ja eh schneller bist als ich, werde ich es ja gleich hören. Toll. Ich baue schon mal neue Schiffe. Im Hintergrund. Dezent im Hintergrund. Ich habe keinerlei Legierungen mehr. Ich brauche Legierungen. Markt. Verkaufe. Essen. Kaufe. Alter, wie schnell du bist, ey. Ja, das ist nur die eine Flotte, die so schnell. Die anderen sind nicht so schnell.
Was haben die hier denn eigentlich für Probleme? Oh, das System ist ja cool. Was sind hier mal Valmora? Hä? Du, das System Valmora, hast du das mal angeguckt? Die bauen hier gar nichts. Wo? Bei dem Alten Reich. Die stehen hier mit ihren Flotten drin, aber die machen halt gar nichts. Ja, die machen nichts. Ich weiß nicht warum. Kommen die nicht gegen. Ist da so eine fette Station drin oder irgendwas? Nein, die haben das System. Die müssen dort nur was reinbauen irgendwie. Oder Moment, sind das wieder die Planeten oder so? Ist da irgendwas drin? Ja, Planeten sind ja ganz schön viele drin. Ja, stimmt, hier ist noch ein Planet von denen. Ja, da kommen die nicht vorbei. Und was, Planeten sind die ultimative Lösung gegen Endgame-Krisen. Ja, total. Die haben gar keine Chance gegen Planeten. Ein Dreier-Sternensystem. Boah, sieht das cool aus. Das Mora-System sieht hübsch aus. Ein Dreier-Sternensystem. Wow. Die Musik noch dazu. Da bekomme ich so Fernweh. Was ist so schlimm? Was geht denn bei den Salamis ab? Guck da mal rein, ey. Was ist das denn für ein Käse? Ja, das ist ein Käse. Erst war es nur Salami, jetzt gibt's noch Käse dazu. Oh, herrlich. Schön. Ja, finde ich okay, ne? Okay, wollen wir eins hochspringen? Jo, können wir machen. Leute, du bist ja schon am Rand. Oh, du hast gecheatet. Was das denn? Das hast du nicht gemacht. Ich spring noch nicht. Ich spring jetzt. Spring ruhig. Jetzt spring ich. Komm schon. Jetzt macht's doch. Leute, hallo. Nicht einschlafen. Ich bin gleich da. Wieso springen die nicht? Die stehen da die ganze Zeit. Die machen nur... Und warten. Wer kommt zuerst an? Du. Dankeschön. Es war mir eine Ehre. Die Kandidatur ist ein voller Erfolg. So. Ich würde sagen, wir warten. Wir sammeln uns erstmal wieder dort hier zum nächsten Sprungknoten da. Und dann gucken wir mal nach Belgium rein. Das wird jetzt lustig, weil Belgium könnte echt... Siehst du, was da drin ist, oder? Nein, ich sehe es halt nicht. Das irritiert mich. Warum sehen wir das nicht? Ich müsste es doch sehen. Alter, das Alte Reich könnte das vielleicht mal diese 100.000er wegmachen. Die haben 180.000 oder so. Weißt du, was das Lustige ist? Ich glaube, dieses Alte Reich. Ich sehe die Flotten des Alten Reiches, ne? Ich weiß nicht, ob du das auch siehst. Die haben ja 13.000 und mehr haben die nicht. Ich glaube, die sind am Arsch. Die haben nichts. Nein, die Gagassis sind überwältigend. Wo sind die denn dann? Das sehen wir nur nicht. Die sind unter dem Tisch. Unterm Tisch? Was machen die unterm Tisch? Wir müssen ja noch die 100.000 da unten wegkriegen, ne? Könnten wir nochmal... Ja, nur noch. Da kommt noch viel, viel mehr sicher. Ja, ja. Aber wenn was kommt, kann das ja bloß über Belgium kommen. Oder Kota. Kota kann das auch. Wollen wir springen? Ja, lass springen. Und go. Ich springe erstmal nur an den kleinen Rand hier. Dass ich nicht gleich direkt im System drin bin, weil hier ist safe eine Riesenflotte drin. Hier ist safe eine Riesenflotte drin. Wenn jetzt hier nichts ist, ne? Ja, 96. Feuer! Attacke! Das ist doch nur so eine. Die haben keine großen Schiffe, das sind die Erkunder. Das sind diese Vorhuter, die da. Lol, ich bin ja noch nicht drin, Freunde! Leute, was machst du? Mal Gas, ey! Hilfe! Ja, ich komme dann ja, gleich okay, nochmal. Ja, au. Ja, Madame große Fresse, jetzt hier kämpfen. Ja, weil ich meine Verbündeten im Stich lassen. Ja, weil du zu schnell immer bist, du wartest ja nicht. Hä? Dafür kann ich doch nichts. Du hast doch Springen. Ich glaube, ich hab einen Bug, die springen gar nicht. Die stehen da. Die springen nicht. Doch, jetzt springen sie. Ja, jetzt. Wow. Ja. Wow. 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 Ja, dann sagt jetzt Stellaris Entwicklern, sie sollen das besser machen. Wow. 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 Hier. Ja, kommt. Hilfe. Schnell. Aber das ist eine Vorhut. Guck mal, die können nichts.
Ja, die können nichts, die zerschreddern uns hier total, oder was? Nein, nein, tun die nicht. Guck mal. Aber schön, dass wir außerhalb der Station kämpfen, das ist ziemlich gut. Ja, das ist mega gut. Kämpft die mit? Ne, die kämpft nicht mit, ne? Nee. Nein, sie kämpft nicht mit. Perfekt, perfekt. Oh doch, guck mal, das sieht gut aus. Das sind nur kleine Schiffe, die haben. Ja, und unsere können nämlich ausweichen. Hehe, das schaffen die. Guck mal, das schaffen die. Komm, go, go, go. Das können wir schaffen. Ja. Was schaffen wir? Oh. Ja, aber die Frage ist, können wir danach noch die Station wegmachen? Ich weiß es nicht. Oh. Wie gern ich jetzt wüsste, was der Cinematic-Knopf ist hier, um das richtig cool zu sehen. Die Station können wir auf jeden Fall noch schaffen. Ja, danach müssen wir aber erstmal dann zurück, glaube ich. Ja, ja. Ich versuche das System hier einzunehmen und das dann zu halten. Ich versuche eine fette Station reinzubauen. Jawoll, ey. Jawoll. Jawoll, das sieht doch gut aus. Dann direkt weiter. Wir haben es geschafft. Wuhu. Alles klar. Attacke. Attacke. Ja, die beiden Kolonieschiffe sollen auch schon mal abhauen. Nö, die sollen da bleiben. Genau da, wo sie sind. Die kriegen noch die Rechnung. Mit Zinsen, Verzugszinsen und Zinseszins. Alter, was hier abgeht, ey. Voll gut und weg. Und tschüss. Ja. Okay, Schiffe zurückziehen. Okay, okay, ich steuere mal New Horizon an. Ja, ja. Kannst du deine Schiffe da reparieren lassen? Nein, aber sie sollen eher. Also, ich weiß es nicht, aber ich denke mal nicht. Ha. Okay, was, haben sie nur noch links dieses eine System. Und da unten ist auch noch die Flotte. Wir können uns jetzt komplett auf diese Flotte erstmal konzentrieren, denke ich. Mhm. Ich versuche das jetzt einzunehmen. Hoffen wir, dass jetzt nichts durch das schwarze Loch hindurchkommt, weil sonst ein Problem. Es sieht gut aus gerade. Aufgeräumt. Aufgeräumt. Sieht doch gut aus. So gefällt mir die Galaxie. Ja, wir müssen als nächstes die 100.000er da unten wegmachen. Ja. Ja. Noch Schlachtschiffe. Ich pumpe schon mal Schlachtschiffe noch ein paar. Ein paar Zerstörer noch und viele, viele Korvetten. Construction complete. Was? Friedensangebot? Ja, ja, sollen sie Frieden machen. Was die da mal machen, ey. Ich habe keine Ahnung. So, dann kann ich mich jetzt mal um die guten Piraten kümmern. Ich habe ja noch solche Probleme. Kannst du mal gucken, ob du irgendwo Forschung abgreifen kannst hier? Ich bin schon kräftig am Forschen überall, also. Super. Ah. Oh Mann, ey. Oh, ich hab so Angst vor der nächsten Staffel, ey. Ich hab so Angst einfach nur. Wenn wir das Ding packen, wird's deftiger. Und wir packen das. Ich gehe es. Ich gehe davon aus. Vor allem, wenn das in einer größeren Galaxie dann sein soll. So wie. Dann kommen da nur ein paar hunderttausend drauf an Flottenstärke. Oh ja. Wenn das nicht sogar bei einer Hauptflotte auf 1 Million hochgeht. Also das wird witzig. Gar kein Problem. Schwarmgreifer. Alter, ich kann jetzt voll viel von denen erforschen. Wir können noch viel mehr erforschen. Cool. Ja, sind das diese kleinen Jäger?
Die bin ich auch gerade, glaube ich, dabei, die zu erforschen. Kann ich das jetzt eigentlich machen? Ich habe mich da gar nicht mehr drauf konzentriert. So, ist mal Zeit, über die Planeten so drüber zu gucken. Ach du Scheiße. Was denn? Was denn los? Ich sollte mal ein paar Geländefeldblocker entfernen, habe ich so das Gefühl. Eieiei. Das alte Reich unten lehnt sich auch gerade sehr zurück. Ja. Ja, Anschläge, Terrorismus. Ja, Leute, ey, was soll ich denn tun? Ey, ich weiß doch auch nicht. Wir sind jetzt schon wieder gestorben, ey. Ich weiß auch nicht, was ich hier tun soll. Hallo? So, Bergbaustation. Wie schnell du am Claim bist! Das kann ich gut. Ja, das sehe ich. Schwupp, weg. Das ist gar nicht wahr. Also so ein bisschen. So, komm, ich will Belgium einnehmen und da baue ich eine fette Station hin. Den Belgium scheint der Weg nach genau nach da oben zu sein bei dir. Das Lustige ist, wenn das so ist, komme ich halt schnell dort hoch mit. Und muss nicht erst durch dein gesamtes Reich fliegen. Ich bräuchte mal so eine Scout-Korvette. Wo willst du denn hinschicken? Welches Selbstmord? Nach Brachium. Ja, Brachium. Ich vermute, die sind alle nicht da unten. Die ganzen sind alle da ja, unten. Ja, aber ich will wissen, was da drin ist. Ich baue mal eine einzige Korvette einfach und schick die da rein. Weil das wäre ja dann der Punkt, wo ich angreifen würde. Weil ich würde ja nicht durch das Tor springen. Ich würde natürlich da oben dann sein. Logischerweise, ja. Da oben. Ja, ja. Ja, ja. Weißt du, was ich mega feiern würde? Was? Wir spielen ja... Ach ja, komm, ey, ernsthaft. Ach die. Ja, so. Wir spielen das Spiel ja schon so, dass es eine Geschichte erzählt. Ne? Das ist richtig. Und ich würde es mega feiern. Nehmen wir mal an, die Gagassis da unten, ne? Die verharren in diesem Zustand jetzt. Wenn das so ist, kommen wir nicht an diese letzten Flotten der Teile hier ran. Weil die ja in dem System der Gagassis sind. Durch das Tor. Nee, wir kommen ja nicht an die ran. Warte mal, welcher Protokoll? Bitte um ihre Aufmerksamkeit. Organische Zivilisation, in der verbreitet biologische Schwachstellen erkannt. Um die Lebensfähigkeit eurer Spezies für das Wächterprojekt zu gewährleisten, benötigen alle Heilungsgebiete eine Impfung. Leute, ernsthaft jetzt? Ich muss mal gerade kurz pausieren. Freunde? Es gibt hier so ein kleines diplomatisches Problem. Wieso mögt ihr mich denn jetzt nicht mehr? Gut, dann viel Spaß da oben. Ihr könnt den Schwarm alleine besiegen. Sie lassen mich nicht durch. Ich komme nicht dahin. Meinst du die Sacred Valamatic State? Nee, Trich. Ich komme nicht durch ihr System durch. Moment, oder sind das die? Moment, da muss ich gerade nachgucken. Nee, was ich mega faszinierend finde, wir schreiben ja eine Geschichte. Im Prinzip hier und nach. Also die, ne, wir erleben die Geschichte quasi. Und wir wollen ja diesen Schwarm, der die Galaxie überfällt, vernichten. Wenn wir aber zum Beispiel, wenn dieser Schwarm sich in dem Reich des Urvolkes festgesetzt hat und wir da nicht herankommen mehr und sie auch nicht rauskommen, weil die KI zu doof ist, könnte man das so auslegen, dass dieses uralte Volk entweder diesem Schwarm hilft, oder es ist kompromittiert worden und ne, es ist quasi jetzt ein Teil des Schwarms geworden. Und wir können diesen Schwarm nie vernichten ganz. Dazu müssen wir erst das alte Reich mit vernichten. Das wäre auch faszinierend. Ja. Weil wir kommen ja nicht an die ran, an die zwei Flotten. Aber laut deiner Theorie hat das alte Reich ja eh nichts. Also von daher. Ja, ich habe keinen Plan. Oh, die Impfung ist durch bei mir. Was? Die Impfung? Oh, echt? Ich hab die nicht gemacht. Alter! Ich hab die nicht gemacht.
Lebensdauer Anführer plus 10 Jahre. Wachstum Bewohner plus 5%. Ja, nice. Ich trau den nicht. Ich hab's nicht gemacht. Ich trau den auch nicht. Wahrscheinlich werde ich gleich sterben. Ja, ich hab's extra nicht gemacht. Ich trau den nicht. Ich trau den. Die sind gut. Dann bauen wir mal wieder Flotte. Dann beleidige ich mich den jetzt schon wieder. Das Tsunami Starblock, ja. Macht nur, Freunde, macht. Das brauche ich. Ich brauche das Megabauwesen, brauche ich noch. Und ich brauche. Oh, die verwundete Königin ist im System auf einen Ort gestoßen, in dem Wolf kürzlich eine Weltraumschlacht zwischen einer zweiten unbekannten Macht stattgefunden hat. Bei den Kämpfen ist eine Königin schwer verletzt und anscheinend für tot gehalten und zurückgelassen worden. Die Spionagedrohne aber hat berichtet, dass die Kreatur noch am Leben ist. Einmalige Gelegenheit sein. Wo ist sie denn, ne? Titanen muss ich erforschen. Das hebe ich mir jetzt auf. Ja, das ist eine gute Frage, wo der ist. Ich guck mal eben. Das ist eine sehr gute Frage, wo die ist. Das Geile ist, diese Plage hat noch keinerlei infizierte Welten zurückgelassen. Keine infizierten Welten und keine Welten gesäubert. Das ist ganz cool. Ja, wo ist die jetzt? Weißt du es, wo die ist? Ich habe keine Ahnung, wo die ist. Ich sehe sie halt echt nicht. Drüben? Nein. Es muss ja irgendwo ein Schlachtfeld sein, die muss ja irgendwo sein. Ships upgraded. Ich vermute mal oben irgendwo. Nein. Da muss ja irgendwo ein Schlachtfeld sein, die muss ja hier unten stecken. Aber es hat ja eigentlich gerade niemand gekämpft, so wirklich. Ja, wir haben es nicht gesehen. Wir haben ja nicht drauf geachtet, oder? Oder hast du drauf geachtet? Ich bin eigentlich fast nur in der Galaxieansicht, also eigentlich. Ich auch, aber ich habe echt nichts gesehen. Es kämpft halt niemand. Ja gut, was da oben passiert, sehe ich nicht. Aber ganz ehrlich, die da oben, die lassen mich ja noch nicht mal da helfen. Ich komme da nicht hin. Hier vielleicht bei uns irgendwo, haben wir irgendwo eine zurückgehalten haben? Wo haben wir denn zuletzt gekämpft? Hier unten haben wir gekämpft. Nee, in Gotha haben wir nicht gekämpft. Gegen eine Flotte haben wir zuletzt, da haben wir oben gekämpft, da war keine Königin dabei. Und in der Tür haben wir zuletzt gekämpft, da ist aber auch nichts. Ich weiß nicht, wo sie sein soll. Keine Ahnung. Ich finde sie nicht. Tja. Neue Flotte. So, mehr Flotte. Mehr Flotte braucht das Reich. Das Problem ist, willst du dich jetzt auf den Norden konzentrieren als nächstes? Kann ich nicht. Also, ich komme da nicht durch. Ich weiß nicht, wer mir die Grenzen geschlossen hat, aber einer von den beiden oder. Also keine Ahnung. Das Problem ist, zu dem rechts unten kommen wir auch nicht. Wir machen erstmal die links weg. Ja, da fehlt ja noch was. Aber halt zu dem rechts unten kommen wir auch nicht. Da müssten wir halt durch die Eliminatoren. Gut, ich könnte kriege mit der Eliminatoren die wegnutzen. Das geht natürlich auch. Aber Flaggenkapazität nehme ich sofort. Wie stark sind denn diese Eliminatoren? Wo sind sie denn? Hey, wo sind sie denn?
Die sind nicht stark. Ich sehe sie doch nicht mal. Die sind ganz unten. Nee, das sind bei mir die Salamis. Ach hier, hier sind sie. Unterlegen, ja. Puh. Na gut, zu zweit kriegt man die weg, ne? Warte mal, wie viele können wir das in Abschnitte einteilen? Könnte man sogar. Oh, ich muss eine dritte Flotte aufmachen, mein Limit ist voll. Ja gut. Ja, ja, ne? Tachyonenlanzer. Neues Sternbasengebäude. Verteidigung ist ein Supercomputer. Hätte ich gerne. Klingt super. Achso, haben wir eigentlich noch? Bin ich mit denen eigentlich noch? Das konnte ich nicht mehr, ne? Ja, genau, weil ich kein Geld hatte zu dem Zeitpunkt. Jetzt geht das wieder. Da kann ich das ist aufnehmen. So dumm, dass die mich da oben nicht durchlassen. Okay. Das ist so dumm. Special Project complete. Was? Schon wieder hier. Leute, das ist nicht mehr lustig langsam. Hört auf mit diesem Blödsinn. Euch geht es gut. Ich schicke so Flotte hin, ne? Nee, die haben hier gar nicht her. Aber wer hat denn dann? Die sind das! Die Sacred haben das dicht gemacht. Ich komme nicht durch. Ne, die Sacred. Oh, Leute, ey. Wer sind denn die Sacred hier, Typis da? Wo sind sie denn da? Oh, wie kann man nur so dumm sein? Da, die sind das. Vielleicht können wir sehr milde stimmen. Für die habe ich nicht mal meine Grenzen geschlossen. Du kannst ja Ansprüche stellen. Regen mich so inkompetente KIs auf. Nein, ich mache nicht die Tali-Strategie und dann bin ich im Krieg. Kein Interesse. Was? Die Tali-Strategie? Was? Hast du gesagt, die Strategie? Wolltest du das gerade sagen? Ich hab's gesagt. Vielleicht kam es bei dir nicht an, aber. Was ist denn die Tali-Strategie? Erklär's doch mal. Ja, die Tali-Strategie besteht darin, die anderen so fertig zu machen, dass sie einen einfach den Krieg erklären müssen und dann wie die bösen Buben dastehen. Okay, ja, gut erklärt. Special Project complete. Wurstposten. Geht mir natürlich ganz cool, ne? Das noch. So. Dann brauche ich eine schöne Station aus. Dass die mich da auch ja in Ruhe lassen. Okay. Lol. Ich kann damit das jetzt bezahlen? Ist ja lol. Ich kann aus der Einigkeit habe ich jetzt noch mehr Erlasse, die ich damit machen kann. What the fuck? Das ist irgendwie cool. Wieso wird mein Kolonieschiff nicht fertig? Das hat jetzt schon minus 30 Tage Verspätung oder so. What the fuck? Das geht? Das ist nicht so gut. Ich würde gerne das Ding kolonisieren. So, hier, was? Die Energiewaffen? Panzerung. Ich halte das jetzt immer aktiv, diese Teile hier mit. Einfach selten in Kampf kommen und dass ich gleich gewappnet bin dafür. Kein Risiko. Wie viele Planeten die KI nicht kolonisiert hat? Welche KI hat was nicht kolonisiert? Alle möglichen KIs. Ich habe gerade alle grünen Planeten gesehen, quasi. Ich weiß nicht wieso. Ich habe die gerade gesehen, weil ich auf mein Kolonieschiff geklickt hatte. Lol. Okay. Ja, ne? Ich meine. So. Denen scheint es ja ganz gut zu gehen.
Jetzt können wir hier, exotische Gasraffinerie. Hier. Mit Legierung. So. Das sollte jobtechnisch erstmal passen. Hoffe ich zumindest. So, was haben wir hier? Synaptische Knoten. Sagt Nahrung, das und das. So. Zack. Achso, wie sieht es eigentlich mit den Schwarmwelten aus? Die. Wo ist meine Heimatwelt? Hier. Oha. Es sieht gut aus. Es sieht gut aus. Juhu. Endlich kehrt Ruhe ein auf meiner Heimatwelt. Zum ersten Mal kehrt Ruhe ein. Wow. Ich bin ein bisschen begeistert. Und voll stolz. Was ist abgelaufen? Netzwerküberlastung. Nein! Alles okay, ich bin noch im grünen Bereich. Alles gut. Nee, ich bin im roten Bereich mit. Nein! Also ich habe jetzt zwei richtig starke Flotten und baue gerade eine dritte auf. Naja, ich baue gerade quasi eine dritte, die ich dann unter zwei... Piraten! Das ist doch nicht... Ey, Alter, das reicht aber langsam, ey. Hast du gerade Piratenprobleme? Nein? Dann ist ja gut. Dann ist ja gut, wenn du keine Piraten hast. Ich dachte schon. Wir unten sind überall noch nicht kolonisiert. Jetzt schicke ich eine extra dicke Flotte da hoch. Meine Herren, ey. Achso, du denkst, also nicht einfach nur wegklatschen, sondern wenn, dann richtig. Finde ich gut. Finde ich eine sehr gute Einstellung, sehr gesund. Wie sieht es jetzt hier aus? Verbessern läuft gerade, sehr schön. Okay. Ich brauche unbedingt mal die Titanenforschung oder so. Das wäre echt super, das würde mir richtig weiterhelfen. Ja, jetzt auf einmal. Dann könnte ich sogar Megastrukturen bauen. Ja, dann könnte ich Megastrukturen sogar bauen. Anfang. Das ist ja mega gut. Eine Dyson-Sphäre, unendliche Energie für alle. Kein Problem. Hast du eigentlich schon mal geguckt, könntest du rein theoretisch durch so ein Wurmloch springen? Habe ich noch nicht geguckt, aber ich glaube nicht, da ich das Wissen noch nicht habe dafür. Ich habe diese Forschung noch nicht gehabt. Ich kann mal gucken, ob ich sie kriege. Experimentelle Subraumnavigation, das ist es nämlich nicht. Ich kann das mal erforschen. Vielleicht kommt das danach dann. Ich glaube, das ist es nicht. Ich krieg gleich Neutronium-Panzerung. Die fetteste Panzerung, glaube ich, mit, die man erforschen kann. Da ist er. So. Wollen wir erstmal Kleinzeug wegforschen hier? Vielleicht kommt dann mal was Großes. Das ist natürlich echt super. Okay, das heißt, wir machen in Liastara noch die 25.000 weg. Und dann springen wir nach Oxykin da rein und da stehen die noch weg. Das wäre der nächste Schritt, denke ich mal, dass wir sie links wirklich komplett wegkriegen. Ja, dann müssen wir aber aufpassen, dass sie durch Belgium oder durch Kota wieder zurückkommen. Da müssen wir aufpassen. Construction complete. Das stimmt natürlich. Nee, das wollte ich nicht. Ich muss platzieren. Alles mal noch mit einsammeln. Zack. Zack. Perfekt. Die Forschung lasse ich gleich mal außen vor. Ich mache, dass meine Wirtschaft sich wieder ein bisschen solider wird. Da.
Ja, die Lage entspannt sich tatsächlich. Also für uns sieht's gut aus. Für unsere Nachbarn vielleicht nicht, aber für uns noch ganz gut aus. Oh, ich erforsche die Zitadelle. Warte, ist das... Was? Ich habe eine rote Technologie bekommen, also eine gefährliche. Wenn das, was ich gerade vermute, dass es das ist, was ich... kann ich mit diesem Antrieb einfach in jedes System springen, das ich will, ohne Verbindung. Star Trek Discovery lässt grüßen. Ich bin gespannt. Da steht Sprungantrieb, ganz groß. Das ist eine rote Technologie. Ich bin gespannt, was da jetzt passiert. Ja. Ich mag das immer richtig, wenn die Forschung fertig ist. Das ist immer dann so spannend. Was kriegt man? Was wird jetzt gemacht? So. So, ich schicke jetzt meine Flotte zu meinen zwei Hauptflotten, um wieder aufzuteilen. Also quasi eine Versorgungsflotte sozusagen. Ja. Dann mal gucken. Ich muss gerade noch jede Menge aufrüsten, dafür spare ich gerade ein bisschen. Wir haben noch Zeit. Mal gucken, was ich jetzt für eine Flotte rauskriege. Hoffentlich über so eine 50k rum. Das wäre ich so. Obwohl wir eigentlich schon drüber sind. Das ist schon wieder so leichte Überlänge. Ja, ja. Ach, Menno. Ja gut, dann wollen wir die Folge schon wieder, wollen wir die beenden? Ja, komm. Ich mache auf Pause hier. Ah ja, mach auf Pause. Ja, sieht ja doch sehr gut aus. Links quasi besiegt, oben und rechts nicht erwähnenswert. Ich würde sagen, wollen wir noch eine Folge machen und die Links erstmal jetzt wegmachen? Wenigstens. Wenn wir das nächste Folge hinkriegen, ich muss mich erstmal noch ein bisschen aufrüsten. Ja, ich denke schon. Solange sich die 114K-Flotte nicht bewegt. Gut, und dann. Wenn da bleibt, kriegen wir das schon hin. Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Bis dahin, tschüss. Ciao.